Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play Creativerse. Und wir waren... Stehen geblieben. Warum habe ich Schaden bekommen? Es tut mir leid, ich musste voll losschreien. Oh! Wie kann ich denn hier Schaden kriegen? Okay, ich hinterfrage das mal nicht. Ich werde jetzt das Bett hier hinbauen und einfach schlafen gehen. Ach, warte, es steht hier, glaube ich, noch, ne? Oh Mann. Ich hoffe, euer Trommelfell lebt noch. Das war echt keine Absicht. Ach, so viel dazu. Okay, wir werden das später beschönigen. So, ich muss noch ein bisschen aushöhlen. Das Problem ist natürlich, einen Berg kann man ja nicht unbegrenzt aushöhlen, ne? Irgendwann ist da ja mal Ende. Diese Melodie, diese Geräusche, was auch immer, sind ja mal überhaupt nicht gruselig oder so. Ja, ich bin am Überlegen, wie man so einen begehbaren Kleiderschrank designt, ne? Aber das kommt dann noch. So, ich muss jetzt mal ganz kurz hier zwei Sachen platzieren, damit ich hier eine Orientierung habe. Bei dem, was ich hier bauen möchte. So. Also der Boden ist jetzt natürlich nicht der super schönste, ne? Klar, aber wir gucken mal. Gelb. Wollen wir hier weiter gelb bleiben? Ich glaube ja nicht. So, wir müssen sowieso erstmal gucken, wo wir hier... uns verbinden. So, dann kommt hier eine Tür rein, hätte ich jetzt gesagt. Ja, erst geht sie einzeln auf, jetzt doppelt. Könnt ihr euch mal entscheiden, liebe Türen. So. Ja, was packen wir jetzt hier erstmal hin? Sulfur, das ist bestimmt eine tolle Idee. Die meisten Blöcke, die sind halt auch echt hässlich, ne? Ja, vielleicht einfach Holzboden. Gucken wir mal. Aber hier schön ist. Stone Weapon Rack. Jetzt haben wir wieder alles Mögliche, was wir herstellen können. Obsidian Brick Wall. Ja. Yellow Adobe Floor. Okay, ich probiere den mal aus. Irgendwie nach Badezimmer aus. Ne? Ich baue das ins Badezimmer, dieses Yellow Adobe Floor. Muss ich das hier natürlich wieder wegmachen. Juhu. Ich mache jetzt auch erstmal das Bett hier weg. Das sieht dann irgendwie schicker aus. Für den Ankleideraum lassen wir uns noch was einfallen. So, ich glaube, 16 müssen aber erstmal reichen.
Oder war das Bad ja schon mal ausgestattet? Unsere schwebenden Schwerter. Oh, dann müssen wir hier wieder hoch. Und hier schließen wir in Anführungsstrichen den Raum. Und hier machen wir auch noch so eine kleine Wand. Oh mein Gott, ey. Diese Geräusche, ne? Mach hier nichts gruselig, Spiel, ey. So, wir bauen später was anderes, aber das reicht erstmal. Ich wollte mal gucken, ob es noch andere Adobe Bricks gibt. Yellow Adobe Floor. Ja, das wird es doch bestimmt auch noch ein Rot-Blau sonst was geben. Oh, der Boden ist geil für die Küche. Craft Straight Limestone Column. Oh mein Gott. Straight Limestone Column. Craft Limestone Wall. Gott, Alter. Okay. Carved. Fehlt uns Obsidian Rod. Mal gut, dass wir da was hergestellt haben. Okay. Jetzt nochmal nach unten gehen. Your inventory is full. Wir mal rein, was wir hier vielleicht nicht so gebrauchen können. Okay, jetzt können wir nämlich das nächste machen. Da. Oh mein Gott, geil. Wir machen das erstmal. So, wo haben wir das jetzt? Da. Leute, das ist mal ein cooler Boden. Das passt viel besser hierhin, muss ich gestehen. Und ich überlege, ob wir das einfach in diesem Küchenraum da zum Essen auch so machen. Schon besser, ne? Schon besser. So, wir gehen aber noch mal weiter runter, weil wir haben noch eine ganze Menge andere Sachen. Stone Boulder Wall. Blasters. Bungalow Support. Bungalow Axon Wall. Obsidian Floor. Warte mal, Obsidian Brick Wall. Oh. Ist das Inventar wieder voll, ne? Meine Fresse. Yes, das packen wir hier auch mal mit rein. Das brauchen wir nämlich irgendwie alles nicht richtig. Bedrock Wall, den Kram. Obsidian. Mal gucken, wie der nämlich aussieht. So, dann möchte ich mal Obsidian Tables hier hinbauen.
Garderobe. Jetzt muss ich mal nachgucken, wie der aussieht. Wie leicht fürs Schlafzimmer. Oder Essenszimmer. Oh Mann, das sieht so cool aus alles, aber ich weiß gar nicht, wo ich das alles hinbauen will. Wobei, wir könnten diese hier austauschen und hier das hinbauen. Dann haben wir schon mal einen schickeren Flur als dieses abgegammelte hier. Wobei ich halt gerade am Überlegen bin. Warte mal. So. Dass man das hier einfach nochmal abtrennt. So, ich glaube nämlich, dass das besser ist. Warte mal, ich muss mal gucken, kann ich noch eine Gaslampe machen? Ohne Fossilienglas. Ja, super. Nehme ich erstmal normale Fackeln, das geht auch. Diese Viecher hier, ne? Oder wir nehmen den hier halt einfach. Das Problem ist aber... Ich finde, der Boden ist super geil, so, aber die Wand passt dazu nicht. Okay, wir gucken mal, was man noch so Schönes machen kann. Limestone Pedestal. Iron Wall. Yo, auf jeden Fall. Also. Patina. Dark Stucco. Tin. Ja, wo bin ich denn jetzt hier, ne? Green Tourmaline Glass. Mine Tourmaline. Process Iron Rod. Curl Iron Wall. Hardened Lava Floor. Craft Iron Wall. Oh Gott, Alter. Igneous Wall. Oh mein Gott. Diamond Glass. Purple Block. Lumite. Smooth Sandstone. Oh, ist das geil. Gingerbread, alles klar. Oh Gott, Alter. Iron Table. Diamond Chair, oh Gott. Okay, wir müssen erstmal einen Stone Chair herstellen. Dann können wir, glaube ich, die anderen herstellen. Nein, ich brauche doch mehr. Oh nein. Okay. Wir haben ja eine Menge Obsidian im Inventar. Okay. Fangen wir mal an. So eine Säule ist auch nicht schlecht, ne? Okay. Eine Iron Wall. Da. Jetzt können wir nämlich 100 andere Sachen machen. Yeah.
Thermaline, aber den haben wir ja, oder? Ich glaube, wir haben Thermaline. Nee, aber den gibt es auch unten irgendwo. Oh Mann, ey. Inventar ist voll, ja, nee. Warte mal, die Seeds packen wir mal hier mit rein. Den Schneemann auch. Die Blümchen und alles hier auch. Container ist voll, ja, super. Okay, das haben wir jetzt auch mal entdeckt. Ruddy Stucco Wall. Oh Gott. Oh, da brauchen wir echt Rezepte für. Iron Share. Oh Gott. Mal kurz gucken. Sale Galactic Pack. Frostburn. Oh, das kann ich mir nicht leisten. Recipes. Oh komm, ich muss es jetzt kaufen. Ja, es ging nicht anders. Decorative Lava. Lava Pack. Könnte man sich denn hier mal alles gönnen? Hier das meiste schon nicht mehr, sehe ich gerade. Industrial Super Bundle. Items. Medieval, ja, das habe ich ja hier mir schon gegönnt irgendwie. Points. Welcome Bundle. Frost Truck Custom Set. Der sieht schon geil aus hier, ne? Das muss man sagen. Featured. Wir gucken erstmal ins Inventory. Nur mal um zu gucken, wie es aussehen würde. Mega. Nein. Okay, wir benutzen das jetzt trotzdem einfach als Boden. Unsere Küche. Das ist heutzutage komplett normal. Jetzt, wo wir so viel davon haben. Und das Rote können wir ja ein Schlafzimmer bauen. So. Überlege gerade, ob ich noch zwei Tische crafte und wir so einen Riesentisch machen. Weil das so mitunter einfach besser aussehen könnte. Ja, da guckt man nur ein bisschen rum und schon sind zwei Parts verstrichen, ne? So, jetzt muss ich hier nochmal Obsidian eingeben. Obsidian. So, gönne ich mir nochmal ein, weil ich kann mir nicht zwei gönnen natürlich. Hier muss ich hin. Und hier... Weiß nicht, haben wir das schon einmal hergestellt? Ich glaube nicht, ne? Deswegen machen wir das jetzt mal. So, noch ein. Und jetzt können wir noch Chairs machen.
So, ich gebe wieder Obsidian ein. Das ist einfacher. Large Hair. Ben's Gate. Jetzt fehlen uns Slabs, aber das ist kein Problem. Bald sind die ja hier fertig. Huch. Das ins Wohnzimmer vielleicht? Oh, der Part ist vorbei. Ich will nicht, dass der Part vorbei ist, ey. Verdammt. Okay, ich tausche das jetzt hier nochmal schnell aus, aber wir können eh nur drei austauschen. Und ich sag erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.